Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lords of Shulima. Wir sind auf der wunderschönen Insel, die von einem einzigen Feind bewacht wird. Oder bewohnt ist, der da steht. Ist ja auch kein Feind. Ja, ist halt rechtmäßiger Inhaber der Insel. So, mal schauen, was der so drauf hat. Ja, ich wette, der macht irgendwie so Wunden und... Ja. Ja, genau. Ach, der hat ja nur 4000 Leben. Ja, genau. Naja, ich muss erstmal überlegen, bevor ich rede. Ich würde die Wundentaktik verfolgen. In der Hoffnung, dass er irgendwann so viele Wunden hat, dass er einfach nichts mehr macht. Ja, ich werde jetzt immun gegen Wunden. Kann schon sein. Wird sich zeigen. So, jetzt. Oh, hey. Bekommt sogar viele. So, Spirit, was haben wir schon gemacht hier? Ja, Spirit haben wir schon. Das hier. Warum machst du nicht so Super-Dings, der Gegner? Weil der ja alles nur auf 1 hat im Moment. Ach so. So, wir benutzen mal hier so eine Heilsalbe. Denn dafür heben wir so Sachen auf. Ah, da benutzen wir hier nur die Dreier. Ich verstehe halt nicht, warum man die Salbe an andere schmieren kann, aber den Heiltrank anderen nicht einflößen. Die Leute werden halt nicht damit gefüttert. Ja, aber eingeschmiert oder was? Ja, durchaus. Ja. Ah. Das ist nicht gut. Also den Kampf muss der Magier quasi im Alleingang gewinnen. Für uns entscheiden. Ja. Gut ist, dass der mit trifft. Der kann auch versagen. Ja, aber das ist ungleich. Also der Feind kann es nicht blocken. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und noch mühsamer stirbt der Earth Guardian. Neun Wunden. Es wird. Ja, wir müssen auch. Ja, wir rotzen jetzt einfach alles raus, was wir hier machen. Sachen. Ja, was ist denn das für eine Wortwahl hier von dir? Ja, gar nicht gut. Ja, wir werfen ja alles raus. Alles muss raus. Jetzt bräuchten wir so Marktschreier. Ja, nee, ich werde es mir verkneifen. Ja, komm. Alles muss raus. Ja, oder verschwenden wir einen Mana. PowerPoint. Ja, ihr auch. Ihr verschwindet nicht mehr was. Die haben ja nicht gekauft, die haben ja gefunden. Verlieren wir ja quasi nichts. So, machen wir mal eine Massenheilung. Ja. Obwohl. Es bekommen ja nur die beiden Schaden. Ja. Das heißt, wir werden die immer abwechselnd mit so einem Crater Heal machen. Das müsste Mana effektiver sein. Muss mehr Wunden. Ja, wenn man so 20, 25 hat, ist das ein Selbstläufer. Ja. Ja, genau. Oh, Wunden geheilt. Das ist nicht gut. Also, Wundentaktik läuft schon mal nicht. Vielleicht brennt er gut. Ja, das wäre jetzt mal eine zweite Idee. Aber er ist aus Erde. Ey, er ist ja hier so baummäßig. Guck doch mal seine Ufer an. Vielleicht bewacht ihn die Erde. Ja, das könnte sein. Ja, ist halt so ein Erde, ja. Ist ja auch Natur. Ja, vernünftig. Jetzt gucken wir erstmal an, wie er brennt und dann laden wir. So, wir rechnen erstmal, was hier das Effektivste ist. Der macht 100 Feuerschaden beim Auftreffen. 90. Ja, 90 und gute 22 Verbrennung. So, der macht 30 oder 35 beim Auftreffen. Gut. 35.
Dann dürfte der Feuerball trotzdem effektiver sein. Wobei nicht, wenn wir die Verbrennung. Weil wir gucken jetzt die Verbrennung an. Ja, ja. Und da hat er mehr. Ja, mach einfach irgendwas. Wir müssen einfach nur gucken, wie viel. Ich meine jetzt, wenn das. Brennt ausgezeichnet, wir laden und verbrennen den Arsch. Und wir werden unsere Gruppe etwas anders aufstellen. Haben wir noch irgendwas, was. Haben wir vielleicht noch so Feuerrollen? So, wo. Eigentlich standen ja schon ganz gut. Ja, ich weiß ja auch nicht, was du da jetzt groß verändern willst. Ich meine, er macht ja nicht irgendwie so einen Angriff im Sinne von, ich treffe erstmal zwei in der vorderen Reihe. Ja, dass es Sinn machen würde, dass wir die auseinanderstellen. So, machen wir das. Und jetzt ran da. Miel kann sich selber löschen. Haben wir denn Rollen? Weiß ich nicht. Weil Wunden, Blutung hat er ja auch nicht bekommen. Magic Items. Ja, ganz viele. Da, Flames 5, 2 Stück. Brenne! Ja, ausgezeichnet. Schon halb tot. Jetzt nur die Frage, welches von Flames oder? Mana effektiver ist. Ich würde fast sagen Flames. Ja, würde ich auch sagen. Wir probieren es jetzt einfach einmal aus. 42, 13. Oh. Ja, das war doof. Ja, das war ziemlich doof. Hat schon seinen Grund, warum Ixus in der Mitte steht. Das ist aber eigentlich vollkommen egal, oder? Hat irgendeinen Unterschied. Freya würde vielleicht besser ausweichen. Ja, aber sie hat weniger Rüstung. Achso. So, Flame. Ja, ich glaube, er war stunbar von Ixus. Och Gott. Ja. Nicht so. Ja. Naja. So. Wie viel hat der Flames gemacht? 14 Verbrennungen auf jeden Fall. Ja, ich glaube. Nach 30. Ja, ja, aber das ist ja für 60 Mana, ne? Ja. Aber halt in einem Angriff. Ich glaube, wir machen einen Feuerball. Ich kriege das auch nicht hin, mir da. Ja, weil das hat's dann ja auch schnell. Ja, also die 30 wirken ja jetzt schon. Ja. Wenn dessen jetzt nur 14 wirken würden. Ja, stimmt. Das muss man ja auch alles bedenken. Ja, dann wird das, genau die Rechnung das noch viel komplizierter. Hat mich gerade auch so ein bisschen überfordert. Das Abschätzen. Ja, Feuerball. Niemand interessiert sich dafür. Hauptsache, er kann sich nicht löschen. Das ist das Allerwichtigste. Schon bevor wir hätten Eiszauber gelernt. Wie das hier irgendjemand immer vorschlägt. Lern das. Der ist bestimmt voll mächtig, der Blizzard. Spätestens wenn der Fire Guardian kommt, wirst du dir wünschen, Eiszauber gelernt zu haben. Ach, der kann da keine Wunden heilen. So, wir haben ja jetzt ein bisschen Freizeit mit der Heilerin. Deswegen casten wir mal Regeneration auf Gaulen. Ja. Weil der wird es irgendwann benötigen. Vermutlich. So, wir hatten hier noch so einen Feuerball. Eins. Ja. Sehr schön. Wie viel brennt er? Ach, 94. Ja, schon. Das ist gut. Alle Feuer rollen weg. Es brennt ja für 100. So, Victory. Ja, so, wir machen Crater hier, denn sie ist ja vorher dran. Also er kann nur einmal angreifen, bevor sie wieder dran ist. Ja. Und einen wird er hoffentlich nicht töten können. Hoffentlich. Ist er denn gegen sowas anfällig? Gut. So. Da brennen tut er echt gut. So, wir machen jetzt
Wieder Crater hier. Ja, es ist gefährlich, immer nur einen so zu heilen, dass es auf jeden Fall überlebt. Irgendwann kann sich das rächen. Oh, da hat aber doch Glück gehabt hier. Wir leben halt gerne riskant. Ja, ich merke das schon. Dum, dum, dum. So, er nimmt so einen Trank. Ah, stimmt ja. Mana-Trank. Jetzt können wir nochmal viermal das Zeug casten. So, wir machen hier mal so einen, wieder einen Crater Heal. Ja. Langsam müssen wir auch die Wunden bei ihnen wegbekommen. Das Feuer reguliert das eigentlich schon ganz gut. Ja, aber ich glaube, Wunden erhöhen auch den Schaden, den sie bekommen, oder? Ich glaube, es verringert die Ausweichchance und damit indirekt den Schaden, den sie bekommen. Ja. Ah, gut, Ausweichchance ist ja. So, Flames 1 ist besser als seine 7 Schaden, die er macht, wenn er angreift. Mit 31 Wunden. Hauptsache, es stirbt keiner. Ja, dauernd zu viele Wunden. Er kann ja nicht so ein Ei essen. Die heilen dann nur Blutung, oder? Weiß ich nicht, haben die ja irgendwas gegen Wunden? Nicht, dass ich wüsste. Naja. Boah, ist schon mehr als halb tot. Ja, ich bin ja leider. Ja? Nicht allwissend. Nicht? Nee, noch nicht. Und ja, was weißt du denn nicht? Vielleicht weiß ja, wir was für Wunden haben. Ja, guck's nach. Ja. Meine, wir haben so ein komisches gestreiftes hier, Ei. Hunden heilen. Nee, das meine ich nicht. Zähne sind ein bisschen wie. Also Triceratops. Ja, das sind. Blutung, dann Spider-Egg, ist gegen Gift, okay. Raptor auch, Blutung. Einfach leben. Okay. Wir haben nichts. Na, dann halt nicht. Aber wir haben ja hier noch so eine Flames-Rolle. Ja, und dann müssen die halt einfach überleben. Ja, weil er seinen Wunden heilen kann. Ja, ne? Also wahrscheinlich, weil das Holz ist. Ach, du meinst, das wächst zu. Ja? Ja. Das würde auch erklären, warum er so gut brennt. Ja. Ich dachte, er wäre aus Erde. Dachte ich echt erst, aber macht ja keinen Sinn, dass ein Typ aus Erde die Erde bewacht. Dann wäre es auch ein Erdgolem. Ja, richtig. Sind Golems zwangsweise aus Erde? Nein. Es gibt in der Populärkultur ja Golems aus allen möglichen. Aber ich meine jetzt den Urgolem. Ich glaube, der musste immer aus Leben sein, damit der Zauber funktioniert. Ja, Plastik gab es halt auch noch nicht, ne? Oder sonst Eisen, aber das hat man ja teuer. Auch nicht so da. So, Feuerball. Ja, hat sich doch bald erledigt mit ihm. Ja, dafür, dass er troublesome war, ging das aber gut hier. Da ist aber bis zum Fest noch zweimal dran, ne? Ja, da ist aber schon kaputt. Aber tatsächlich aus Pflanzen. Ja, wie die Bäume, ne? So ein Tag. Muss. Leider ist Gaunen noch no limit. Ja, ja, ich wollte eigentlich ein bisschen mehr als einen Tag, damit es Nacht ist. Meinst Tag. Tag, ja. Guck, alles grün, ist tatsächlich Urland hier. Und es war kein Titan. Ja, ich hoffe, die Sachen sind gut. Die wurden von so einem Typ bewacht. Kann so schlecht nicht sein. Ja, ich meine, die anderen von diesen komischen Goblins, so sieht übrigens der Goblin aus, wenn man ihn töten möchte. Der Imp, meinst du? Ja, der Imp. Aber jetzt könnten wir theoretisch auch mal den Typ dann in diesem komischen Garten angreifen. Ja, aber wir fahren gerade zur See. Ja, aber wir haben jetzt keine Location mehr. Ja, aber dann haben wir ja andere Sachen. Ja, gut, wir könnten dann weniger. Was passiert eigentlich, wenn man sich mit dem Kristall jetzt wegteleportiert, dass das Schiff hier steht? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich hätte, es funktioniert hier nicht. Und speichern wir Pupis aus. Nein. Das ist eine Frage, die uns als Lebensende verfolgt. Nein, probier's jetzt aus. So.
wir sind zu weit weg vom Kontinent. Ich hatte es geahnt. Da stehen übrigens noch Pilze links. Da steht auch noch ein Pflänzchen. Sieht halt alles, das verschwindet. Ja, in der Mitte unten steht auch noch eins. In der Umwelt. Muss darauf achten, welches sich bewegt. Na, ja, hübsch hier. Ich glaube, mehr gibt's hier nicht. Hier könnten wir unser Haus bauen. Also wir sind ja Hausbesitzer und nicht nur Bootbesitzer. Schiff. Ja. So. Ganz einfach wieder nach Westen. Müssen wir mal ausprobieren, ob einmal Westen reicht. Warum? So, das war die letzte Koordinate, die wir schon gefunden hatten. Jetzt lass das Zeug noch identifizieren hier. Ja, wir können ja mit ihm hier reden. Na, ne, ist nichts Neues. So, wir gehen mal weg. Hey Typ, guck, was wir alles gefunden haben. Wir haben so einen Erdwächter besiegt. Und hier dieses Zeug gefunden, von dem wir noch nicht wissen, was es ist. Need a new weapon? Der klingt aber verschlagen. Ah, hier, bei uns ist es. Ich habe beim Händler geguckt. Gar nicht mal so toll. Ich finde das jetzt auch nicht toll. Wie einfach der Wert durch das Identifizieren um den Faktor, weiß ich nicht, doch 0,25. Es ist jetzt nur ein Viertelwert. Ja. Das ist wie bei so Kofferversteigerungen. Töten hier so einen Bomben-Erdwächter. Ja, wir haben hier bestimmt irgendjemanden, der diesen Helm gebrauchen kann. Guck mal, ja, zum Beispiel. Warum nicht? Ja, vielleicht auch Freya. Vielleicht auch Ixos. Der hat bestimmt nur so einen Fellhut auf. Ah, Midera kriegt den. Nein! Warum? Weil es genau passt. Ja, Ixos hat nicht. Ja, aber da Ixos keine, hat schon einen. Der hatte zwei Schilde mehr. Diese drei Resistenzen, wir brauchen Schilde. Okay, dann halt Schilde. Also, und in der nächsten Folge besuchen wir mal den Wächter in dem. Ne? Ja. Ja, endlich. Bis dahin.